Kapitel 10. Sarah rief an und schlug vor, wir gehen in einen niveauvollen Trans-Club. Sie wollte mir zu einem zeigen. Das muss nicht ein dunkler Keller sein, sagte sie. We deserve better. Er hieß The Way Out Club. Sie gab mir die Details und wir vereinbarten, wir treffen uns da. Sie haben ein Ladies' Room. Du kannst dich da umziehen, wenn du willst. Aber ich gehe on farm. Bis dann. Ich fand den Club, ich ging in den Ladies' Room und ich war nochmal total begeistert. Ich hatte nicht geahnt, es gäbe in der Welt solcher ein Kreuzungspunkt von Theater und Sex. Das hatte nochmal dieses Gefühl von hinter den Kulissen sein. Diesmal sogar noch mehr. Männer kamen rein und Ladies gingen raus. Es gab ein Visagist. Du könntest ihn um Hilfe bitten. Ich denke, er machte volle Maquillages für 20 Quid oder sowas. Niemand musste schlecht aussehen. Es gab Quatschen, von draußen das Bum-Bum der Disco, man anfreundete sich, man lieh Eyeliner, die Stimmung war super fröhlich. Es kamen keine Admirers in den Ladies' Room, natürlich. Das war betreten verboten. Ich meine, sie hätten reinkommen können, wenn sie gewollt hätten, aber so ging es nicht. Das hätte alles verdorben, vor allem für sie. Sie waren das Publikum und die Ladies waren das Theaterstück. Ich hatte in meinen letzten Jahren in London ein paar Theaterstücke geschrieben und veranstaltet. Das war in Oval House, Londons letztes politisches Theater. Und sie waren nicht schlecht, sie waren irgendwie lustig. Aber weißt du was? Im Vergleich zum Way Out Club Ladies Room wirkten sie jetzt total boring and pointless. Das hier war Theater. For real. Und es stand ganz viel auf dem Spiel. Sarah hatte recht. Der Club war deutlich niveauvoller als Sweet Wednesday. Er war riesig groß und total old-fashioned. Das war genau wie Al Pacino in Scarface. Das war the nightclub that time forgot. Miami in den 70ern. Disco, Tanzfläche, Rauchglas, Tischplatten, pinke Flamingos. Alles völlig out of date, aber trotzdem Hammer. Die Ladies waren selbstverständlich out of date. So sind T-Girls. Das ist ihr Ding. Deshalb war die übergreifende Wirkung überraschend cinematic. Ich denke, Martin Scorsese hätte einen Orgasmus gehabt. Obwohl, naja, wahrscheinlich hätte Martin Scorsese nie solcher einen Laden entdeckt. Oder vielleicht doch, wer weiß. Die Admirers waren wie vorher, aber das war ein Nightclub. Das war kein schäbiges Bumslokal. Und manche hatten sich ein kleines winziges bisschen Mühe gegeben. Aber das war nochmal faszinierend. Es gab überhaupt kein Gefühl von Stil oder Mode. Es gab kein Unifying Factor, also keine Einheitskonzeption. Sie waren aller Alter und aller sozialen Schichten, Aktienbroker und Gepäckabfertiger, glänzende Schuhe, schmutzige Schuhe, Young und Old, Winners und Losers. Ich denke, sie kamen meistens allein. Es gab keine Gruppen. Ich denke, das ist eine einsame Besessenheit, eine Admirer zu sein. Ich denke, wenige würden so etwas zu ihren Freunden gestehen. Hey ho, Joe, ich stehe auf Chicks with Dicks. Also standen sie herum und tranken ihre Biere und sprachen einander nicht zu. Sie schaute die Girls nur an und warteten auf a piece of the action. Also fand ich das packend.
Du kennst mich, Sugarplum. Ich bin leider Gottes ein Schriftsteller. Steve hatte recht. Ich bin ein Beobachter. Es fasziniert mich, Life's rich tapestry zu bezeugen. Und obwohl ich lieber eine Hose getragen hätte, ich fand es irre geil, ein Spy in the House of Love zu sein. Ich fand die ganze blöde Veranstaltung electrifying. Etwa um Mitternacht erschien Sarah. Sie kam durch die Tür durch, direkt von der Straße, elegant, aber leicht gekleidet. Kein Mantel, nur ein schlichtes rotes Minikleid, nackte Schultern, winzige Handtasche, Stöckelschuhe, Perücke. Rasierte Beine, keine Strümpfe, wenig Schminke. Die traute sich was. Ich fragte mich, ob sie mit öffentlichem Verkehrsmittel gefahren war. Die Antwort, fand ich nachher heraus, war nein. Sie war ein absolutes Taximädel. Wir nahmen einen Tisch. Ich holte Cocktails. Es war total wie Saturday Night Fever. Wir quatschten und tranken. Und ich wartete, dass irgendein John Travolta-Doppelgänger uns anspreche. Aber kam es nicht einer. Die Admirers waren schüchterner als im Sweet Wednesday. Vermutlich, weil dieser Club besser beleuchtet war. Man bekam Aufmerksamkeit, gewiss, aber keine Angebote. »Na ja«, sagte Sarah, »in diesem Fall muss ein Girl die Führung übernehmen, wenn sie sich für die Blokes interessiert. Und das kann ganz erschöpfend sein. Ich meine, das sind keine normalen Männer, weißt du. Das ist eine bestimmte Art. Die sind echt kompliziert.« Sie seufzte und schlürfte ihre Pina Colada. »Ich dachte, es wäre ziemlich klar, was sie wollen«, sagte ich. »Zwischen die Tigers und die Admirers gibt es eine grundsätzliche Streitfrage, würde ich sagen«, sagte Sarah. »Weiß nicht, ob ich es ein Missverständnis nennen würde. Wenn ein Girl zum ersten Mal ein Kleid anzieht und in eine Transbar geht und riesig viel Aufmerksamkeit kriegt, sie denkt, na ja, heute Abend werde ich gefickt, kein Problem, ich kann meine Auswahl treffen. Aber so einfach ist es doch nicht. Die Admirers interessieren sich nicht so viel für Arsch. Sie können Arsch in der Hetero-Welt finden, sogar zu Hause. Sie wollen Schwanz. Das ist das einzige Ding, mit dem ihre Girlfriends sie nicht versorgen können. Übrigens sind sie überzeugt, dass sie straight sind. Sie sagen, sie würden es nie mit einem Mann treiben. Aber sie mögen Schwanz. Das ist ihr Ding. Das ist für sie wie irgendein raffiniertes Essengeschmack. Sie wollen Schwanz in einem hübschen Kleid mit hübschen Unterwäsche und keinen Beinehaare. Und dann ist das für sie kein Schwulsein. Wollen sie gefickt werden? Ganz oft. Und das interessiert mich nicht so sehr. Ich meine, Arschficken, das ist eine Veranstaltung. Man braucht Viagra, man braucht Gleitmittel und, quite frankly, es gibt nicht genug Platz in meiner Handtasche. Ich war hoch beeindruckt. Sie war so cool, so selbstbewusst und dazu irre rätselhaft. »Also ist das ein Sexding für dich?«, fragte ich. »Ich meine Fummel und so, oder eher...« »Weiß nicht. Ich habe im Moment die Nase irgendwie voll von Sex. In meinem normalen Leben habe ich sehr wenig Freizeit, bin viel unterwegs. Und wenn ich Zeit für ein bisschen Verrücktheit habe, ziehe ich einfach ein Kleid an, werde ich Sarah und gehe ich einfach los in die Clubs, um zu tanzen, vielleicht Leute kennenzulernen, zu quatschen, was weiß ich. Oder wenn ich nicht rausgehen kann, gehe ich einfach online und kaufe ich eine neue Perücke.
Sie lachte. Ach, ich habe ganz viele. Wohnst du in London? London, New York und Sydney. Es wird verwirrend. Kann ich mir vorstellen. Ich entschied, ich spähe ein bisschen aus. Also nahm ich meinen Moscow Mule und stöckelte ins Gewühl. Ich schaute die Admirers an und dachte, es war enttäuschend zu denken, sie waren alle Bottoms. Meine Hausaufgabe war, ich mache etwas, wofür ich mich danach schämen würde. Und na klar, einfach ein Kleid anzusehen, ist mir peinlich. Aber wenn ich mich richtig schämen müsste, richtig super schämen, dann müsste ich gefuckt werden, während ich das Kleid anhabe. Und ich weiß, das ist nicht sehr erleuchtet, aber that's not the point. The point is, tue deine Hausaufgabe und werde nicht zu philosophisch. Ich fand die Männer furchtbar schüchtern, aber schließlich machte ich Eye-to-Eye-Kontakt mit einem gut aussehenden jungen Typen. Südafrikaner, Endzwanziger. Er sah irgendwie mustergültig aus, a good boy, man hätte sogar jungfräulich sagen können, aber sehr fit. Und ich dachte, okay, wenn ich einen fucken muss, wäre er nicht so schlimm. Er sagte, es war sein erstes Mal in dem Vereinigten Königreich. Er hatte Schottland und Irland gesehen und jetzt war er hier in London. Seine Kumpels waren schon zurück nach South Africa geflogen und er war ganz allein. Das war spannend für ihn. Er könnte ein bisschen herumspielen, experimentieren, ein bisschen crazy sein. Know what I mean? Es war nett, mit jemandem so jungen und ahnungslosen zu reden. Das war erfrischend, das machte fröhlich, das war unerwartet. Aber er brauchte ganz viel Ermutigung. Er musste sich sehr sicher fühlen. Das war sein erstes Gespräch mit einem Transvestit, sagte er. Na ja, ich kannte solche Typen. Der war grundsätzlich ein Tourist. Und das kann nach einer gewissen Zeit erschöpfend werden. Also verabschiedete ich mich und versprach, ich rede mit ihm nachher. Ich checked out die ganze Bude. Es gab ganz vielen heißen Typen, aber das war hard work. Ich fragte mich, ob das hard work ist für eine Bio-Frau, wenn sie einen Mann in eine Disco kriegen will, also ein Man after Midnight. Oder sind Männer nur so schüchtern, wenn es um T-Girls geht? Endlich schaffte ich nochmal Eye-to-Eye-Kontakt. Der Typ war ein Cockney, mit 40er, gut aussehend, schicker Anzug, sehr galant. Aber schuftig, kompliziert. Ich dachte vielleicht ein Gangster. Das heißt perfekt für Fummelsex. Er fand mich unwiderstehlich, sagte er. Und er hat dazu meinen Arsch leicht gegrapscht. Das war nicht zu ordinär gemacht, aber schon ein bisschen, als ob er andeuten würde, er wollte on top sein. Also würde ich sehr gespannt. Ich dachte, der ist der Richtige. It's a no-brainer. Das versteht sich von selbst. Das ist meine Gelegenheit, richtigen Gangstersex zu erleben. Als Mann wäre sowas viel schwieriger zu schaffen. Cool, dachte ich. Jetzt kann ich mich einfach entspannen und warten, dass er alles erledigt. Und klar werde ich mich nachher total schämen. Was für ein Begehren ist das, es zu treiben mit jemandem, dem man absolut nicht vertraut? Sarah hatte sich geirrt, sagte ich mir. Na klar gibt es Admirers, die fucken. Wie schwierig kann das sein? Und wir quatschten und flirteten und alles ging super smooth.
Aber nach einer halben Stunde wurde ich ungeduldig. Ich stehe nicht so sehr auf Discos, und ich erinnerte mich daran, was Sarah gesagt hatte, dass das T-Girl die Führung übernehmen muss. Also fragte ich ihn, total dreist, ob er sich vorstellen könnte, ein bisschen Zeit alleine mit mir aufzuwenden. Und er sagte, na klar, aber wir müssten einige Stunden warten. Das war sein Disco, sagte er. Er war der Besitzer. Er war im Dienst. Die Bude hatte erst um 4 Uhr zu. Aber er würde sich sehr freuen, wenn wir etwas Lustiges nachher machen würden. Also du weißt, Sugar Plum, dass ich warten kann, wenn es eine Frage von Liebe ist. Aber wenn es eine Frage von Sex ist, habe ich meinen Abreißpunkt. Und wenn ich 3 Stunden House Music hören müsste und bin auch nicht sicher, ob das Sex gut wird, sorry, ist der Preis mir zu hoch angesetzt. Übrigens war er nicht the only pebble on the beach. Es gab hoffentlich noch den Südafrikaner. Also verabschiedete ich mich sehr höflich und ging zurück nach Gelegenheit Numero Uno. Der arme Junge war noch da. Er hatte sich gar nichts bewegt. Er war sehr erleichtert, mich zu sehen. Also fragte ich ihn frank und frei, ob er mit mir zurück nach Hause gehen wollte. Und er würgte und sagte, okay. Beim Hinausgehen trafen wir wieder die Sarah. Sie hatten einen frischen Cocktail in der Hand, und sie redete mit einer mageren, blonden T-Girl, deren Styling sehr zeitgemäß und West Coast war. Sie trug ein schwarzes Rock'n'Roll-T-Shirt, schwarzen Leggings, Cowgirl-Stiefel, eine großartige Perücke, ich dachte bestimmte Echthaare. Ich war beeindruckt. Die sah aus wie Britney Spears auf strenger Diät. »Hey, Girl«, rief Sarah, »ich will dir jemanden vorstellen. Das ist mein Freundin Britney.« »Freut mich«, sagte ich, »und das ist mein Freund Daniel. Wir denken, wir gehen irgendwo ruhiger.« Der Junge wurde rot. Britney lächelte und sagte zu Sarah, »sie ist perfekt.« Ich war geschmeichelt, aber später fiel es mir ein, diese Britney hatte mich komisch angeschaut. Kapitel 11. Es war soweit. Ich musste mein wöchentliches Buddy-Gespräch mit dem Sean führen. Ich freute mich nicht so sehr darauf, aber ich war erleichtert, dass ich wenigstens sagen konnte, ich hatte meine Hausaufgabe erledigt. Aber diesmal war er total anders. Vielleicht hatte er gerade ein Espresso getrunken oder einen Kopfstand gemacht, keine Ahnung. Er war total wach und fokussiert und unterstützend. Er wollte alles über meinen Abend in der Way Out Club wissen und gar nicht über sich selbst reden. Ich erzählte alles. Sagte er, interessant. Also du hast den Jungen zurück nach Hause mitgebracht. Du hast ihn gefuckt. Okay, interessant. Und wie war das? Überraschend geil, muss ich sagen. Er hat sich entspannt. Das war nicht erschöpfend. Wir haben gefuckt und gewitzt und gefuckt. Hattest du das Kleid noch an? Na klar, Kleid, Perücke, Strümpfe, die ganze Veranstaltung. Das war ihm sehr wichtig. Er hat gesagt, er fürchtete, er flippte aus, wenn er mich ohne Fummel sehe. Ich fand das super interessant. Ich meine, psychologisch. Er bekam einfach nicht genug von meinem Schwanz, aber er wollte absolut nicht wissen, dass ich ein Mann bin. Irre, oder? In einem gewissen Moment
fiel ein von meinem Chicken Fillets raus, aber das hat ihn wahrscheinlich nicht besonders gestört. Ich denke, wenn die Schminke und die Perücke ziemlich in Ordnung sind, geht das. Vielleicht auch die Strümpfe. Das ist total freudisch, oder? Übrigens war alles sehr liebevoll, super nett. Das war total wie Teenage Sex. Was sind Chicken Fillets? Falsche Titten aus Silikon. Mhm, okay, verstehe. Und hat er dich auch gefuckt? Nein, gar nicht. Der war total bottom. Das war überhaupt, was er erleben wollte. Gefuckt von einem Mädel zu sein. Das war irre. Er hat solch einen köstlichen Arsch. Nicht zu locker, nicht zu fest. Ich könnte in sowas richtig hineingeraten. Und schämst du dich jetzt dafür? Ich dachte darüber nach. Oh, ich hatte das total vergessen mit dem Schämen und so weiter. Ich habe den Eindruck, du bist eher stolz drauf. Mist, er hatte mich überrumpelt. Na ja, das war eigentlich irgendwie toll. Das war eigentlich nicht so erniedrigend. Ich meine, das war eher, na ja, ich fühlte mich eher wie Casanova oder sowas, dass ich eine List zustande gebracht hatte, um einen 25-Jährigen zu verführen. Na ja, das war eher also empowering, muss ich sagen. Weißt du, was ich meine? Also, du hast deine Hausaufgabe nicht erledigt. Pause. I guess nicht. Ich denke, du hast die Tendenz, den richtigen Börse-Scheiß zu vermeiden, oder? Du hättest dich von dem Gangster ficken lassen können. Du müsstest nur ein paar Stunden warten. 3 Stunden, whatever. Die Musik war wirklich nervend. Das war die Art Musik, die macht, dass ich jemanden schlagen will. Willst du ein Love Priest sein oder nicht? Mist, der Kerl war total hart drauf. Ich überlegte. Okay, du hast mich ertappt. Ich versuch's nochmal. Ich denke, alles muss viel, viel bösere sein, sagte er. Sonst wirst du dich nicht nachher schämen. Ich denke, du genießt dieses Fummelding. Das ist für dich eine Belustigung, oder? Nächstes Mal will ich hören, dass du total böse und nasty und schmutzig gewesen bist. Sonst interessiert es mich nicht. Oh, okay. Ich will von Schmutz und Scham und Schande hören. Verstehst du? Sonst ruf mich nicht an. Oh, okay. Ich war stunned. So was hätte ich nie von ihm erwartet. Ich hatte immer gedacht, er hat nicht aufgepasst während der Workshops. Er wirkte irgendwie unbetroffen, wollte ständig seine E-Mails checken oder seinen Ex anrufen. Und plötzlich war er einen richtigen Personal Development Terrier geworden. Ich wollte ihn fragen, wie sein eigenes Personal Development entwickelte. Etwas war passiert, glasklar. Vielleicht hatte er irgendeine besondere Art Orgasmus gehabt. Aber das war nicht die Vereinbarung. Die Vereinbarung war, ich sollte berichten und er sollte zuhören. Nur so. Also biss ich mich auf die Zunge und sagte, okay, it's a deal. Nächstes Mal, ich bin on the bottom und es gibt irgendeinen nasty Gangster on top. Und ich versuche zu arrangieren, das findet im East End statt. Cool, viel Spaß damit. Tschüss, Daddy. Tschüss, Sohn. Flugunfähige Vögel was written and read by Robert Farah. The production of this podcast and the title music are also by Robert. See you next time. See you next time.